Also ja, man merkt, es gibt sehr viele Items, die darauf ausziehen, dass man nur eine einzige Kunst lernt. Was ist passiert? Okay, und es strömen auch nicht unbedingt aus Kämpft! allen Höhen Gegner. Und es ist interessant, dass hier mitten im Weg eine Kiste liegt. Roter Stern, Held des Unbezwingbaren. Okay. Stufe 40. Gar nicht mal so schlecht, der Ring. Die sollen weggehen! So, da kommt die nächste Welle an Gegnern. Also der nächste kleine Trupp. Was ist passiert? Also ganz ehrlich, mit ihren Werfern können die Trolle den Elfen gute Konkurrenz im Fernkampf machen. Also mit ihren Werfern und Vorsicht! Schleuderern. Was wollen die? Zeit zu sterben! Wo ist meine Keule? Gut. Hi, Jungs. Achtung! Oh, und da kommen sie wieder aus der Höhle. Verteidigt euch! Achtung! Also ja, der Rahmenpass ist der reizte Vorsicht! Spießrutenlauf. Verschwindet! Jedenfalls ab der Stelle, wo man die erste Festung genommen hat. Diese hier. Wo ist meine Keule? Was ist? Na schön. Gut, ihr zwei geht mal weiter. Könnt ihr einen Drop da hinten aufsammeln. Zeit zu sterben. Verteidigt euch. Die sollen weggehen. Okay, die Höhle scheint mal wieder unbewohnt zu sein. Vorsicht! Verschwindet! Wo ist meine Keule? So, dann gehen wir mal hier hoch. Was der Archon uns zu sagen hat. Was?
Portal zur inneren Festung. Ah. Ihr dürft hier nicht rasten. Das Portal führt ins Innere einer der Festungen. Das sollte euch einen Vorteil verschaffen. Ihr müsst weiter. Zuerst sollte ich mich um euch kümmern. Ihr könnt mir nicht helfen. Ihr müsst weiter. Die Kreaturen... Sie sind fort. Wir sind in Sicherheit, Scheintalach. Ihr kennt mich, Lichtbeter? Wir haben uns einmal im Nachtflüstertal getroffen. Aber das ist lange her. Ich erinnere mich. Ihr habt die Eisernen geschlagen. Dann kann ich euch wohl vertrauen. Erzählt. Was bringt euch hierher? Ich bringe schlechte Kunde aus den Landen der Norkäen. Unser Volk richtet sich selbst zugrunde. Eine neue Macht breitet sich unter den Archonen aus. Eine Macht, die widernatürlich ist. Nicht von dieser Welt. Viele erfreut dieses Geschenk. Und sie bereiten schon neue Feldzüge gegen das Licht vor. Aber andere, so wie ich, sehen mit Sorge, wie die Seele der Norkäen dadurch verdorben wird. Unser Volk zerbricht. Die Kaste der Drakon hat sich erhoben, aber wir sind zu wenige. Die Norkäen brauchen jetzt einen starken Anführer. Einen, der sie wieder zusammenführt. Deshalb bin ich hier. Ich suche Kraik Unschalach, den letzten wahren Drakon. Er muss heimkehren und unser Volk von diesem Einfluss befreien. Aber der Maskierte hat ihn aus Chaldun entführt und irgendwo in den Süden Xus verschleppt. Nun suche ich ihn, um ihm das Siegel der Norkäen zu bringen, das Zeichen der obersten Herrschaft. Mit diesem Siegel wird er zum rechtmäßigen Führer der Dunkelelfen. Wenn der Maskierte Kraik in den Dschungel gebracht hat, dann werdet ihr scheitern. Alleine kommt ihr nie dorthin. Ja, das erkenne ich jetzt. Ich bin zu schwach. Die Wunden, die meine Brüder mir geschlagen haben, wollen nicht heilen. Ich kann nicht mehr weiter. Mein Weg führt nach Süden. Ich werde versuchen, Kraik zu finden. Er ist ein Drakon. Ein großer Kämpfer. Ihr erkennt ihn. Ich kenne Kraik. Sollte er noch leben, werde ich ihn finden. Ihr kennt ihn? Dann nehmt das Siegel der Norkäen. Bringt es ihm. Sagt ihm, dass er heimkehren soll. Sagt ihm, er soll seinen rechtmäßigen Platz einnehmen und unser Volk von den Fremden befreien. Was geschieht mit euch? Ich bin schon tot, Runenkrieger. Mein Wille hält mich am Leben, aber die Wunden sind zu tief. Ich werde hier mein Grab finden. Ich werde zu Nor für euch beten. Ich verstehe. Lebt wohl, Norkain. Lebt wohl. Nor sei mit euch. Was war das? Habt ihr das gehört? Da! Die Häscher haben mich gefunden! Macht euch bereit zum Kampf! Achtung! Das ging aber schnell. Die sollen weggehen! Oh, erwachte Tote? Ach, weil ich Fledermäuse dabei habe. Zurück Was mit euch! Die? Darf ich tun, was ist passiert? Okay, verdammt starke Dunkelelfen-Assassinen und ein neues Quest, glaube ich. Der letzte Drakon. Das Volk der Norkäen stürzt in einen Bürgerkrieg. Kraik Unschalach muss heimkehren und seinen rechtmäßigen Platz als Führer der Norkäen einnehmen. Sucht Kraik jenseits des Dunkelwerkgebirges. Kraik ist vom Maskieren entführt worden. Ihr müsst ihn finden und befreien. Darf ich töten? Okay, jetzt bringen wir erst einmal unsere Armee zur Festung hoch. Oh, ist ja schon gleich hier. Zeit zu sterben! Wo ist meine Keule? Darf ich töten? Da haben wir eines von diesen Fledermäusen verloren. Was ist?
So. Verstanden! Ja, wenn ich jetzt das Portal in die Innere, ins Innere der Festung nehme, bin ich halt auf mich allein gestellt. Ja. Bedient alle Hebel, um den Zugang zur Festung zu öffnen. Achtet aber auf die Patrouillen der Gegner. Sucht in der Umgebung noch eine Möglichkeit, in die Festung zu gelangen. Mhm. Ja, speichern wir hier halt sicherheitshalber mal. Und ja, gut. Und unsere Armee mal wieder richten. Das sollten Nahkämpfer und das Fernkämpfer sein. So. Vor allem schön, wir haben keinen Kurios mehr. Ein alter rostiger Hebel. Den Hebel umlegen. Ein Knirschen tief im Fels zu öffnen. Ein Tor innerhalb der Festung öffnet sich. Okay. Scheint ja nur 4 Hebel zu geben. Dann kommt hier um. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte oben lang sollen. Oh, aber der geht. Das war knapp. Da ist kein Hebel. Gott, doch, da wäre einer gewesen. Also müssen wir da auch nochmal hin zurück. Machen wir es so, so sieht man besser. Rostiger Hebel, den Hebel umlegen. Fesch ist ein Knirschen zu hören. Ein Tor innerhalb der Festung öffnet sich. Okay, dann mal zurück zu diesem Hebel hier. Beenden. Ich stehe zu weit draußen. Den Hebel umlegen. Eines der Eingangstore der Festung öffnet sich. Ja. Jetzt noch die beiden oben umlegen. Da der da hochgeht, sollte ich ihm hier ausweichen können. Hm.
Okay, der kommt zwar da, aber ich sollte schneller sein, weil die laufen alle ja langsam. Rostiger Hebel, ja. Faces. Eines der Eingangstore öffnet sich. Okay, sie müssen mich wirklich sehen.